So, da sind wir auch schon wieder. Weiter geht es. Starke Konkurrenz? War das etwa ein Kompliment, Imelda? Nur zu. Glaub, was du willst. Mir ist das egal. Komplimente verweichlichen nur. Niemand sagt mir, dass ich gut war. Und? Ist mir das wichtig? Nein. Mir reicht, dass ich weiß, dass ich die Beste bin. Also, versuch gerne, meinen Rekord zu brechen. Und sei nicht enttäuscht, wenn du verlierst. Ich verliere nicht, keine Sorge. Ich komme später wieder. Auf geht's. Auf Ich bin geht's. bereit. Endlich eine Herausforderung. So. Los geht's, Leute. Gar nicht mal so übel. Ich weiß, ich habe kurz gestoppt. Ich teste noch immer noch die Schnelligkeit, wie ich noch schneller werden kann. Nein, hoch. Oh, jetzt habe ich die Dinger verpasst. Den Boost. Das ist echt schwierig auf Tastatur. Ich weiß nicht, wie es auf Controller ist, aber es ist echt schwierig auf Tastatur. Langsam habe ich's raus. Ja. Großartig. Gar nicht mal so übel. Los geht's. Das Nice. hat schon mal geklappt. Ah, hätte besser werden können. Ich habe sehr viele Kugeln verpasst. Also unter zwei hätte ich noch auf jeden Fall geschaffen können. Aber immerhin, wir haben gewonnen. Schauen wir mal, was sie sagt. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Ja. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Sie ist so verärgert, sie will es nicht zugeben. Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Wen denn? Wenn du es wissen musst, sogar Leute aus meinem eigenen Haus sind neidisch auf mich. Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruh dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Die ist so frech, immer noch frech. Mit der besten Liste. Hab schon. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Ist das die Noch Rubeville? ein erfolgreicher Flug. Ich sollte es Mr. Weeks erzählen. Das ist die wahrscheinlich, wa? Wir sind wieder Zweiter geworden. Also unter 2 ist auf jeden Fall machbar.
Ich muss weiter meinen Besen verbessern. Wir können noch zwei weitere Verbesserungen machen. Wenn der dann auf Stufe 3 ist, könnten wir die Rennen nochmal machen, wenn es unbedingt sein muss. Mal gucken. Fürs Erste haben wir genug andere Sachen zu tun. So. Genau, wir sollten da zurück. Erstatten wir mal Bericht. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. True, true. Zurück von Ihrem letzten Flug? Ja. Ich will alle Details hören. Gute Nachrichten, Mr. Weeks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Fabelhaft! Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie macht es sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, ja. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Wunderbar. Nochmals vielen Dank. Gerne. Bis dahin können wir Geld sparen und dann können wir es uns auch leisten. Richtig teuer. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Gut. Revelio. Also so teuer ist es jetzt eigentlich auch nicht, ne? Wenn man bedenkt, wenn ich diese Truhen finde, von denen es hier in Hogsmeade sehr viele gibt, die ich damals nicht genommen habe. Guck mal, da hinten ist zum Beispiel eins. Jede Truhe gibt ja 500. Rein theoretisch, wenn wir jetzt noch Alohomora lernen, sind wir wieder reich. Sonst sehe ich hier keine. Doch da hinten. Revelio. Wie er flüstert, wenn wir im Dings sind, wenn wir im Unsichtbarkeitszauber sind. Siehst du, du sagtest, der Zauber würde sich beim Waschen. Ah, er muss sich erstmal beruhigen. So, jetzt. Gut, dann hätten wir wieder 1000 mehr. Revelio. Nochmal 500. Hier gibt es so viele Truhen. So, schauen wir mal, was wir als nächstes machen können. Also, wir gehen mal auf die Aufträge. Haben wir. Ah, guck dir mal eine an. Finde Logok den Kobold. Finde heraus, was Gladwin Moon will. So langsam zeigen sich die Sachen, die man abschließen muss. Ich denke mal, das passiert hier von alleine, wenn ich die Aufträge mache. Akkio-Duell, Schatz. Ach, jetzt, wo wir in Hogsmeade sind, könnten wir mal nach dem Schatz gucken. Zeigt er sich, wenn ich hier bin? Ist halt die Frage, wie man die Kerzen hier sehen kann, ne? Das ist irgendeine Geht's nach Brücke. Hogsmeade? Ich muss mir nochmal die Schatzkarte anschauen. Das ist irgendeine Brücke,
auf die man mit Lumos hingehen muss. Also, das hier ist der Eingang zum verbotenen Wald. Das verstehe ich. Und davor ist eine Brücke. Und da muss man dann mit Lumos... Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist gar nicht in Hogsmeade. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist, Leute. So. Aber da hinten war doch keine Brücke, oder? Muss ich mal schauen. Guck mal einer an. Hi! Warte. Du kannst nur mit gezähmten magischen Tierwesen interagieren. Ah, okay. Gut, dass wir das getestet haben. Das heißt, wir können noch nicht zähmen. Das lernen wir dann wahrscheinlich noch. So, können wir jetzt fliegen? Danke. In Hogsmeade darf man ja nicht fliegen, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Die sahen auch schon mal besser aus. Also, hier soll eine Brücke sein. Tatsächlich, hier ist eine Brücke. Aber wo sind die Kerzen? Lumos. Aha. Verzauberte Kerzen. Wohin mögen die führen? Ja, dann führt mich mal in den verbotenen Wald, für nämlich wohin sonst. Das war sowas von klar. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Ich kann mich gerade nicht um die Gegner kümmern. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ein Picknick im verbotenen Wald halten. Ich habe ein Händchen für Schätze. Nice. 400 Gold bekommen und ein Schal. Cool. So, jetzt können wir uns um die Gegner kümmern. Ich komme. Lumos. Wenn du es bei mir bist, hätte ich sie kurz. Was hast du getan? Ich zeig dir, was ich getan habe. Levioso, Accio. Confringo, Exceliamo, Defindo. Was ist mit dem anderen Typen passiert? Hat er Fallschaden bekommen? Anscheinend. Boah, ich will gar nicht wissen, was für Schätze hier im dunklen Wald gibt, ne? Das werden wir auch noch ausgiebig erkunden. So, machen wir mal weiter. Aufträge. Warte mal, ich schaue mir mal ganz kurz die Karte an. Was sind das alles für Symbole? Ort alter Magie. Ein kleiner Bereich mit anschwellender alter Magie. Wir sind sogar in der Nähe. Schauen wir uns das mal an.
Er meint ja, damit können wir uns unsere alte Magie verbessern. Zweifellos schon lange verlassen. Ja. Wir müssen wieder hoch. Aber wie komme ich jetzt hoch? Achso, mit dem Besen. Nein, ich kann hier keinen Besen benutzen. No! Ich muss wieder hoch. No! Wartet mal. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Ja, was nun? Ist irgendwas passiert? Aha, hier ist aufgegangen. Nice. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hoch? Wie kommen wir wieder raus? Accio, Regardium Leviosa. Ah, ich weiß, was für eine, was für ein Dings wir brauchen. Reparo. Nein, wir brauchen kein Leviosa, wir brauchen Reparo. Wo war Reparo? Das ist doch Reparo. Zwei? Oder? Ist das nicht... Ne, das ist Leviosa. Hä, wo war Reparo? Beschwörungszauber, Änderungszauber, Evanesco. Ah, ich bin... Ja, ich sag mal nichts dazu. Wir haben Reparo gar nicht ausgerüstet. So, jetzt haben wir aber alle Fähigkeiten. Reparo. Schade. Ich dachte, wenn man die repariert, erwachen die wieder und dann kann man gegen die kämpfen. War ein Versuch wert. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Accio, Regardium Leviosa. Ich wollte nicht Wingardium Leviosa benutzen. Ah! Ach krass, habt ihr das gesehen? Von den Knochen hat sich einfach eine Treppe gebildet. So. Anscheinend haben wir jetzt dadurch unsere Magie verstärkt. Ja. Was war das denn? Was war das? Ich sehe nicht nach, ob sie tot sind. Ihr Schicksal ist nicht in meinen Händen. Zeit für ein bisschen Stealth. Wir könnten auch direkt in den Kampf gehen. Aber ich habe irgendwie Lust, ein bisschen Stealth zu spielen. Die Welt sind
Fancroft hatte überraschend viel Schwung. Wog bestimmt fast so viel wie ein... Komm runter. Halte stets ein Auge auf deine Wertsachen. Zumindest habe ich das dem Ladenbesitzer gesagt, bevor ich ihm alles nahm, was er hatte. Mein letzter Ausflug nach Loa. Ich bringe dir... Nein! Im Fenster. Akio! Levioso! Im Fenster. Akio! Ich denke mal, man muss alle zerstören. Oder? 7, 8, 9, 10. Aber was passiert jetzt? Oha. Oha. Was nun? Oha. Kampfarena der dunklen Künste. Bekämpfe Wellen von Gegnern in dieser Kampfarena mit den unverzeihlichen Flüchen Avarara Kedavra, Imperio und Crucio plus den Explosionsfluch Confringo. Zusätzlich zu ihren einzigartigen und verheerenden Effekten durchbrechen die unverzeihlichen Flüche alle Schutzzauber. Kriegen wir die jetzt dadurch automatisch? Ey, das wär's jetzt. Alter! Wir haben die! Ich habe bis jetzt nicht mal die Zauber benutzt, obwohl ich die echt gerne probieren würde. Boah, das sieht so geil aus, die Fähigkeit. Welle abgeschlossen. Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. Welle 3. Let's go! Ey. Das ist so fucking OP. Das ist so was von fucking OP. Also ich werde jetzt ein bisschen nichts sagen, genießt das einfach. Aber
Ich habe keine Heilung mehr. Deswegen renne ich im Kreis. Damit wir die restlichen auch noch schaffen. Boah, wenn ich nur einmal getroffen wäre, das ist vorbei. Oha. Oha. Waren das jetzt alle? Nee, Welle 4. Holy shit, die vierte Welle schaffe ich niemals. Oder auch schon. Trolle sind nicht so schlimm. Vor allem greifen die sich jetzt gegenseitig an, weil ich den einen in meine Seite geholt habe. Er greift mich nicht an. Ah, jetzt ist er wieder zu sich gekommen. Oha, warum habe ich keinen Schaden gekriegt? Jetzt habe ich Schaden gekriegt. Oh, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Nice, unser Leben füllt sich von selbst wieder auf, wenn wir mehrere Treffer landen. Das ist gut. Komm, jetzt Abarakadabra, komm schon, fast ready. Dann ist er tot. Das ist ein Instant-Kill, Leute. Instant-Kill. So OP, diese fucking Fähigkeit. Guckt euch das mal an. Der hat die ganze Zeit alles getankt. Ein Skill. Ich weiß nicht, wie ich noch lebe. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, so gut es geht, hier zu überleben. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Aber wir müssen auf jeden Fall mal den Troll töten. Kostet es, was es wolle. Imperium! Also gut! Verfingung!
kommst du nicht davon. Diese Kobolde gehen einem so auf die Nerven, die haben so eine fucking OP-Fähigkeit, wo die nach vorne dashen können. Fast geschafft, Leute, fast geschafft. Komm schon, nur noch einer, nur noch einer, nur noch einer. Oha. Oha. Wir haben wirklich gewonnen, Leute. Wir haben die ganze Arena besiegt. Holy Jesus. Oh mein Gott. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir die ganze Arena besiegen. Dass wir die ganze Arena schaffen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir die ganze Arena schaffen. Das ist echt krass. Ich hatte keine Heilung mehr. Ich hatte Glück, weil ich öfter nicht getroffen worden bin. Wurde mein Leben wiederhergestellt. Ich wusste das gar nicht, dass das überhaupt geht. Ja, dann habt ihr heute mal hier auf jeden Fall jede Menge Action gehabt. Wir gucken mal kurz im Inventar, ob wir was Besseres haben. Ja, haben wir sogar. Wir haben jetzt so eine Duellantenmaske bekommen, die können wir gerne anziehen. Als Beweis, dass wir die Arena gewonnen haben. Wir wollen aber keinen Hut. So. Hier können wir nichts Besseres anziehen. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. Und in der nächsten Folge werden wir dann weitermachen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War eine mega spannende Folge auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge auch rein.